Digga. Ja, fängt an. Geht los. Alter. Oh. Alter. Oh, Alter. Like a Bosch. Like a Boss. Haare sitzen gut, Schnörrek auch. Ja. Hat er. Kann ich los? Ja. Boah, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe Haare im Mund, ne? So, Philipp. Wir sind unterwegs. Zu Bosch sozusagen, ne? Eigentlich fahren wir zum Land Rover nach Wülfrath ins Experience Center von Land Rover. Und da werden wir diese Hütte hier auf Herz und Nieren prüfen. Was wir aber vor allen Dingen machen werden, ist, wir werden eine Top 3 euch zeigen der krassesten, geilsten Assistenzsysteme Qualmedy-Style. Denn in diesem Fahrzeug hier sind Sachen eingebaut, das ist wirklich krass. Das sind Sachen, die ihr definitiv selber noch nicht gesehen habt. Gehe ich mal schwer davon aus, weil das wirklich Sachen sind, die sonst so nicht zum Tragen kommen. Auch wie bei Grip, wir fahren mit den Karren und dann irgendwie werden die durch den Schlamm geprügelt. Aber so die kleinen Feinheiten, die einem das Leben wirklich einfacher machen und die halt mega sinnvoll sind, diese Assistenzsysteme, da wird nie ein Fokus drauf gelegt. Und deswegen machen wir das heute. Top 3 der Assistenzsysteme. Drive like a Bosch. Sitzen denn meine Haare, Philipp? Zeig mal. Ja, ne? Besser wird's heute nicht mehr. Haare sitzen gut, Schnörrek auch. Ja. Hat er. Kann ich los? Ja. So, also wir gucken uns einmal das Auto an, mit dem wir es heute zu tun haben. Land Rover Defender, der neue, der kurze vor allen Dingen. Ich finde ihn mega cool, ganz ehrlich. Dieses Regenbogenband da unten, gehört nicht dazu, ne? Ist einfach von Bosch, aber ich finde, es sieht cool aus. Und Regenbogen kann man immer machen. Also zwei Türer, ne? Also beziehungsweise drei Türer, hinten Kofferraumklappe. Sieht ultra krass aus. In der Mitte quasi mehr oder weniger einmal geteilt so. Und dann ist die Tür natürlich auch noch riesengroß. Sensationell. Philipp, läufst du einmal ums Auto rum, bitte? Ja, gerne. So, jetzt gucken wir uns einmal alle Kameras an, die dieses Fahrzeug hat, die relevant sind. Also wir fangen hier oben an. Das hier ist die Kamera für die Verkehrszeichenerkennung und für Lane Assist, damit das Fahrzeug quasi in der Mitte der Spur fahren kann. Und er zeigt mir im Display, auch hier im Head-Up-Display, zeigt er mir an, wie schnell ich fahren darf, beziehungsweise wie schnell ich nicht fahren darf. So, dann kommen wir hier zur ersten Kamera, die für dieses 360-Grad Surround-View, komm ruhig mal ein bisschen näher ran, Schatzi, zuständig ist. Das ist einmal diese Kamera und jetzt musst du noch ein bisschen weiter in die Tiefe. Dieser Sensor ist für meinen Platz 1 zuständig. Also wir haben drei Plätze heute und dieser Sensor ist für Platz 1 zuständig. Könnt ihr jetzt ja schon mal so ein bisschen unken, was das vielleicht sein könnte. Ist richtig cool. Also Kamera Nummer 1. Dann gehen wir vorne an die Motorhaube. Da haben wir die Kamera Nummer 2. Und zwar hier vorne. Diese Kamera ist zusammen mit den beiden anderen Kameras, die ich eben genannt habe, zuständig für meinen Platz 3. Ja, kommen wir später dazu. Dann haben wir hier am zweiten Außenspiegel natürlich auch noch eine Kamera und den gleichen Sensor wie auf der anderen Seite. Und das zusammen ergibt dann dieses 360-Grad-Bild. Das ist total krass. Das ist wirklich krass. Jetzt haben wir hier noch eine Kamera. Natürlich die Rückfahrkamera. Relativ normal. Aber die ist zuständig zum Beispiel dafür, dass man mit diesem Auto so ein Anhänger-Rangier-Assistenzsystem hat. Also rein theoretisch, wir hätten einen Anhänger hier hinten dran, könnten wir das Fahrzeug automatisch einparken lassen. Mit Hänger. Also du kannst ihm dann auf dem Display im Auto sagen, hör mal, ich will da hinten links rein, und klickst du das da an. Und dann weiß der, okay, da will der Malmedy rein. Und dann fährt er das gesamte Gespann da vollautomatisch rein. Finde ich ultra krass. Dann siehst du halt wirklich aus wie Drive like a Bosch, ne? Ich weiß noch nicht, wie oft ich diesen Satz heute sagen werde, aber ich werde ihn noch ein oder zweimal droppen. Ich finde ihn aber wirklich cool. Drive like a Bosch. Come on. Ja, der ist gut. Like a Bosch. Philipp, mir ist kalt. Können wir bitte losfahren? Hier kommt Platz 3 der geilsten Assistenzsysteme. Los, bitte los. Also das Ding ist, jedes von diesen Dingern finde ich mega cool, deswegen mache ich überhaupt ein Video drüber. Und deswegen konnte ich mich wie immer sehr, sehr schwer nur entscheiden, was jetzt Platz 1, Platz 2 und Platz 3 ist. Wir fangen mit Platz 3 an und Platz 3 habe ich mich entschieden für die transparente Motorhaube. Und die transparente Motorhaube ist für den Fall gemacht, dass du im Gelände dein Fahrzeug davor schützt, dass irgendwas kaputt geht. Unterboden ist das erste natürlich. Und dann ist natürlich das zweite, wenn du quasi über so ein Hindernis drüber fährst, über so einen steilen Berg drüber fährst, dann siehst du erstmal eine Motorhaube. Und wenn dann dahinter irgendwas ist, ein Stein, ein Baum oder sonst was, und du machst
bumm, dann ist dein schönes Auto vorne kaputt. Dafür ist die transparente Motorhaube da. Und um euch das mal zu zeigen, schmecke ich diesen Berg jetzt schon mal hier an so. Wir fahren bis zu dem Moment, wo wir nichts mehr sehen. Und der ist jetzt. So, wir sehen hier in der Kamera immer noch, dass hier zwei dicke, dicke Auersteine liegen. Wenn du dagegen fährst, dann ist einfach richtig, richtig Auer. So, jetzt gibt es aber noch eine andere Ansicht. Und das ist, hier hast du die transparente Motorhaube. Also du hast tatsächlich deine Reifen, du hast deine Obstacles, also die beiden fetten Steine und du hast die Fahrlinie. Wenn ich jetzt einlenke, sehe ich genau, okay, so fahre ich komplett gegen den Stein, so nicht, so nicht. Und so rasiere ich den linken so ein bisschen mit. Und ich kann jetzt quasi komplett mich auf das Kamerabild verlassen. Es steht da, unter die Motorhaube schauen, nicht live. Ja, es ist nicht live, sondern es ist natürlich ein gerechnetes Bild. Weil, ne, geht ja nicht anders. Also, wir fahren jetzt mal hoch. Und jetzt aufs Display. So, und es ist so ein bisschen verzögert, sieht man, geht halt nicht anders, weil ich muss ja erstmal drüber fahren. Aber ich sehe meine Obstacles. Ich sehe ganz genau, wo ich lang lenken muss, damit ich da nicht gegenfahre. Noch mal ganz kurz hochschwenken, bitte, Philipp, zum Vergleich. Wir sehen wirklich gar nichts. Nee. Wir gucken einfach nur in den grauen Himmel von Wülfrath. Ja, der ist zwar sehr, sehr schön hier in Wülfrath, aber man sieht halt nicht, wo man langfahren muss. Aber im Display eben schon. Also, Platz 2. Platz 2 ist so eine Kombination aus allem. Da geht es um den Surround View. 360 Grad. Du kannst um dein eigenes Auto drumherum fliegen. Ich muss mich kaputt lachen. Guck mal hier durch die Pfütze durch. Also du kannst um dein eigenes Auto komplett drumherum fliegen und das ist natürlich besonders beim Einparken, aber auch im Gelände ist das super, super wichtig und hilfreich. Macht dir dein Leben leichter, entspannter, sorgenfreier, denn über 40% aller Unfälle ohne Personenschäden passieren beim Einparken. Perfekte Einparkung mal. Hier neben dem, ne? Pass auf. Hinter dem Range, neben dem Range parken wir jetzt ein. Jetzt geht das los. Jetzt siehst du erstmal deine Linien. Und die Linien sind natürlich dafür da, um dich perfekt einzunorden. Also du weißt einfach, wenn du mit der Linie das Fahrzeug nicht berührst, dann wirst du das Fahrzeug auch in echt nicht berühren. Ja? Guck mal, wie nah der steht. Guck mal rüber. Wo ist er? Der ist da, ne? Hallo. Der ist, wir haben jetzt eingeparkt, sag ich mal so. Und jetzt kommt 3D-View ins Spiel. Guck dir das mal bitte an. Das ist so geil. Ich kann es leider nicht anders sagen. Weil das, du kannst halt um das Auto jetzt auch drum rumfliegen, ne? Du kannst hier, rein theoretisch, wenn hier der Bürgersteig wäre, könntest du sehen, bin ich genau am Bürgersteig eingeparkt. Weißt du, was wir jetzt machen? Kann man so einparken? Ja, klar, kannst du so. Ja, sicher. Kannst du so einparken. Du kannst auch währenddessen rumfliegen. Ne? So. Jetzt fliege ich mal da zur anderen Seite. Ach, krass. Das kannst du alles machen während der Fahrt. Kannst auch von vorne gucken. Guck mal hier, pass mal auf. Ah, das ist cool. Warte, ich will es aber trotzdem von vorne sehen. Guck mal. Macht zwar keinen Sinn, das sich von vorne anzugucken, aber es sieht halt mega einfach nur aus. Jetzt haben wir hier die Parksensoren. Ist die nächste Generation sozusagen, weil die machen dir hier so Linien. Die zeigen dir, also diese roten Linien, ja, das ist ja normalerweise ist das einfach nur ein roter Punkt. Ja. Und bei dem System ist das halt, der wird rot, wenn du dahin lenkst, sagt er dir, Diggi, wenn du dahin fährst, dann nicht gut. Okay. Und er macht dir eine Linie, wo du nicht hinfahren darfst. Also wenn ich jetzt hier wieder weglenke, dann merkt der, ich bin raus. Wie nah bin ich dran? Ist schon nah dran, oder? Aber System sagt, ist alles cool. Ist alles cool. Wahnsinn, Alter. So nah würdest du dich niemals trauen, da hinzufahren. Nee. Und das ist halt, ne, musst schon Luft anhalten, ne? Ja. Ich muss erst mal hoch. Ich lenke jetzt ein und darf natürlich da mit der Ecke den nicht berühren. Also, wir fahren rückwärts, da werden die Linien angezeigt, hier. Und die anderen Linien zeigen mir das andere Fahrzeug hier vorne. Ich weiß also, wie weit kann ich denn darüber? Ohne, dass ich meine Motorhaube beschädige. Guck mal hier. Guck mal, wie nah der da dran ist. Das würde ich mich niemals trauen, so hart einzulenken. Guck mal. Ich sehe das auf deinem... Ich fahre dem doch gefühlt... Ich denke, ich fahre ihm gleich rein. Also auf diesem Bild jetzt würde ich sagen, es ist nicht mehr viel, dann
geknallt. Ich gehe einmal gucken. So, pass auf, das ist jetzt voll eingelenkt und du denkst, du sitzt da oben in deiner Kanzel drin. Denkst dir, nee, das kann nicht passieren, weil du guckst ja nur bis hier und du siehst da schon das Nächste. Diesen Weg hier, den kannst du nicht abschätzen. Vor allen Dingen weißt du nicht, wie weit kommt das Ding hier raus. Wie weit ist diese Ecke hier von dem hier entfernt? Das System weiß es aber schon. Hier die Linie ist 0,0 rot, das Auto ist schön abgegrenzt, ich kann fahren. Wenn es jetzt kracht, ne? Nee, kracht nicht. Du kannst dich da echt drauf verlassen. Das ist Platz 2 jetzt schon, also kann ich jetzt zeigen, was es noch gibt. Und das ist, eigentlich ist das die coolste Kamera, und zwar sind das die Radkameras. Da, rechtes Rad, hat er, Mitte, linkes Rad. Also das ist einfach sensationell, weil ich kann da, das ist jetzt nur eine Pylone, ne? Na, guck mal, wir können da noch näher hinfahren als auf die Linie. Guck mal, ich kann auf den Zentimeter an diese Pylone, guck mal, Alter! Auf den Zentimeter kann ich an diese Pylone hinfahren. Das brauchen wir in der Waschanlage. Wir fahren jetzt in die Waschanlage noch. Aber vorher steigen wir einmal aus. Weil ich liebe sowas. Präzision. Und dass du dich eben auf so ein System verlassen kannst. Ich bin hundertprozentig exakt auf diese Pylone hingefahren. Auf den Zentimeter. Hier, die Kamera. Die Kamera ist das. Die Kamera filmt hier runter und zeigt mir genau, was hier liegt. Was wir eben hatten mit den Felsen da hinten, ne? Also diese großen Felsen, die hier überall rumliegen, die willst du ja nicht treffen mit deinem Auto, ne? Und die siehst du eben auch in der Kamera perfekt drin. Und das ist einfach genial, weil du schützt dein Auto entweder davor, die Reifen kaputt zu fahren in der Waschanlage oder auch hier auf den Stein oder sogar eben Blechschäden oder Plastikschäden in Kauf zu nehmen, weil du irgendwas, keine Ahnung, mit der Hinterachse wegreißt oder so. Du kannst einfach das Auto so perfekt platzieren, egal in welchem Gelände. So, komm, weiter geht's. Ja, du mit deinem Weißen, guck dir das geil an. So, ja, du hast da nur da. Pass auf, bleib mal so stehen, bleib mal so stehen. So, Malmini, Kameramann. Malmini, aber Hauptsache. Du hast nur darauf gewartet, dass ich an so einem blöden Platz anhalte. Alles muss. Gut, ja, aber schön, ja. Ah, hell, yo. Da hätte ich mal in meinem Surround View ein bisschen mehr gucken sollen, wo ich langfahre und wo ich aussteige vor allen Dingen. Guck mal, wie der läuft. Das ist halt, oh, da sind halt so kleine Steine, da kann ich mich draufstellen, werden meine Schuhe nicht dreckig. Und das Interieur dann nächstes Mal auch nicht. Ne? Ist so dein Ding Offroad, ne? Alter. So, fertig, komm. Wie cool sieht das aus, bitte, wenn du da in so einem Gelände drin stehst und einmal komplett virtuell um das Auto drumherum fliegen kannst und dir überall angucken kannst, wo stehe ich, wo bin ich. Ist auch nachts mega. Oh, das Licht wieder an, apropos nachts. So krass. Also das ist Nummer 2, ne? Du schwärmst gerade so hart, als ob es deine 1 wäre. Ja, ich habe ja ganz am... Was da kommt. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass alle drei richtig cool sind, finde ich. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ihr es genauso seht. Oder wer sagt, ey, Mathis, ganz ehrlich, was erzählst du denn da? Aber, weißt du, wir sitzen zwar oft in diesen Autos drin, wo es dieses Thema drin gibt, aber ganz viele Leute fahren da ganz normal mit ihrem eigenen Auto durch die Gegend und die haben keine einzige Kamera im Auto. Deswegen, ich finde, ich bin, auch wenn ich jeden Tag in so einem Auto drin sitze, bin ich jedes Mal fasziniert von der Technik, die es mittlerweile gibt und wie sie dir dein Leben erleichtert und ein Stück weit besser macht. Er fährt einfach runter, bremst automatisch. Vielleicht ein bisschen schnell eingestellt. Du kannst dir hier über die Wippen kannst du die Geschwindigkeit, aber ich muss umstellen auf virtuelle Motorhaube. Du kannst ja über die Wippen das immer umstellen, wie schnell du fahren willst. Also während der Bergabfahrt kannst du über die Wippe einstellen, nee, Digi, ich will doch noch ein bisschen langsamer. Guck mal, hier der Stein, schön an den Stein vorbeigefahren. Hier sehen wir jetzt auch wieder, wofür diese Radkameras gut sind. Rechts, links. Ich fahre jetzt einmal rein. Ich weiß nicht, ne? Die haben gesagt, fahr bloß nicht alleine hier rum, Matthias. Weil kann sein, dass es ganz gefährlich wird. Aber das so gefährlich sieht das ja hier nicht aus. So, ich sehe, wo fahre ich mit meinem Rad lang? Komm ich, ist da ein Stein? Liegt da irgendwas? Muss ich eher weiter nach rechts? Oder muss ich lieber ein bisschen weiter nach links? Das ist das linke Rad hier. Ich sehe es einfach hundertprozentig genau. Ich kann einfach genau nach Kamera. Rein theoretisch könnte ich die Frontscheibe abkleben und ich könnte nur mit der Kamera hier langfahren.
Das ist so krass. Komm, machen wir jetzt einmal. Dieses Ding fahre ich jetzt nur mit Kamera, okay? Okay. Ich gucke nicht nach oben. Wenn ich irgendwo gegenfahre, sagst du vorher Bescheid. Ja. Das Lustige ist, ich habe ja gesagt, du sollst gucken, ob ich irgendwo gegenfahre. Ne? Jetzt hast du aber gerade die ganze Zeit mich angeguckt und gedreht und gar nicht mehr nach vorne geguckt. Ach so. Ja, du, ich habe mich da echt drauf verlassen, auf das Ding. Und ich mich auf dich. Ja, ja. Aber auch aufs System, alles gut gegangen. Stopp. So. Und jetzt, ich mache das ja immer so, ich stecke die Karte rein, drücke auf Start und renne sofort zum Auto, weil ich will das einfach im Auto erleben. Dann können wir hier auch noch ein bisschen an den Kameras rummachen. Ja, warte, ich will das mitkriegen. Warte. Ich will auch den Nervenkitzel. So. Die Tür musst du offen lassen, ne? Ja, hier ist alles offen. Ja, klar. Leben am Limit. Digga. Ja, fängt an. Geht los. Alter. Wow. Alter. Wow, ein Scheiß. Ich hab alles abgekriegt. Ja, ist alles zu. Wir haben es aber lange nicht mehr. Lange nicht mehr das Wasser gewechselt, immer. Boah. Ja. Boah. 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 Boah, Mama, kannst du hier Umluft oder sowas? Hab ich schon. Boah, ich glaube, wir kriegen die Bakterien. Das Lustige ist, wir werden jetzt gleich hören, dass das hier ein Stoffdach ist. Es ist tatsächlich ein Stoffdach, wie beim Fiat 500 damals. Einfach, weil sie es können. Nee, einfach, damit es komplett aufgehen kann. Ne? Es schiebt sich hinten wirklich, faltet sich das so zusammen und dann hast du so die verschiedenen Schichten. Auf. Also das ist, finde ich, richtig cool. Ich glaube, das wird nie einer machen, der dieses Auto hat. Außer wir. Hundertprozentig. Je nach Jahr. Nein, das machen hundertprozentig die Leute, weil die sitzen ja dann drin. Also normalerweise sitzen sie draußen und frieren sich den, ne, ab. Aber jetzt wissen sie, dass sie sich besser reinsetzen sollten. Und dann sitzt du drin und genießt das einfach nur, weil es einfach schön ist. Das ist die perfekte Stelle, um dieses 3D-View einmal zu demonstrieren, Leute. Du bist an einer großen Straße und du fährst rückwärts aus deiner Ausfahrt raus. Diese Ausfahrt ist hier die grüne. Ne? Können wir jetzt nicht zeigen, weil es ist Privatgelände, wir machen es aber trotzdem. In dieser Einstellung sehe ich das nicht. Ich höre es, ich werde gewarnt, dass da Fahrzeuge kommen. Aber in der Einstellung sehe ich nicht, ob jemand kommt. Ich drücke einmal hier drauf. Batsch, und ich habe 360 Grad. Ich fahre jetzt noch ein Millimeterchen raus und dann sehe ich perfekt nach da und nach da. Ich sehe, ob da einer kommt. Drive like a Bosch. Jetzt kommt Platz 1. Jetzt kommt das absolute Highlight, mein absolutes Lieblingsfeature. Und es hat wie immer mit Wasser zu tun. Schnelle Wasserdurchfahrt ist meine Königsdisziplin. Und dafür hat dieses Fahrzeug ein spezielles Feature. Und das zeige ich euch jetzt. Schnurrbart richten. Warte, ich gehe noch mal näher ran. Ja. Boah, das ist gut, ne? Alter, boah. Wie lange hast du ihn noch? Bis Ende Dezember. Ich weiß nicht, ob Ende Dezember jetzt schon vorbei ist, wenn das Video ausgestrahlt wird, aber jetzt ist gerade der 23. November, also noch 7 days to go. Oder November 30, ne? Ja. Aber überlegst du dir oder sofort ab? Morgens aufstehen, abrasieren, oder? Ja. Ja? Ja. Ich finde, du hast halt echt was von so einem amerikanischen Cop, ne? Danke. Platz 1 heißt Weight Sensing. Und das ist so krass, finde ich. Mein absoluter Platz 1, weil es einfach so faszinierend ist, weil ich Wasser liebe und weil ich es liebe, dass man mit Autos wohin fahren kann, wo man erstmal denkt, nee, da fahre ich jetzt lieber nicht lang. Aber du kannst eben doch da lang fahren. Guck mal hier. Dieses Wasserdurchfahrtsloch ist tief und lang. Und da denkst du dir normalerweise so, nee, lieber nicht. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich da durchfahren kann. Aber wenn du in der Wildnis unterwegs bist, weißt du das nicht. Und deswegen brauchst du das Weight Sensing Programm. Und da gehen wir jetzt mal drauf. 4x4. Und da ist das Thema Weight Sensing. Also, es ist ein Sensor zum Warten. Es gibt ja die Warttiefe, die ist bei dem Fahrzeug hier bei 70 cm. Wenn du das Auto hochgefahren hast, liegt sie bei 90 cm, die Warttiefe. Also das ist das, wie tief du ins Wasser fahren kannst. So, jetzt haben wir hier 0,9 Meter. Das Auto zeigt mir das an. Und die Sensoren hier unten, die ich euch vorher ganz am Anfang des Videos gezeigt habe, hier unten drin,
Das sind diese Wadesensoren, die messen quasi den Abstand von hier bis zum Boden. Und der Boden ist natürlich das Wasser. Und wenn das Auto einsinkt, kommt das Wasser immer näher und der Abstand wird immer näher. Deswegen kann dieses System, dieser Parksensor, der tatsächlich derselbe Sensor ist wie der Parksensor, messen, wie tief ich im Wasser stehe. Steht es schon bis zum Hals? Ne? Muss ich mit meinem Bankberater reden? Oder geht es noch einigermaßen? Habe ich noch Dispo übrig? Also wir fahren jetzt rein. Wir stellen uns vor, oh, das geht schon mal richtig direkt los, ne? Das ist ja wirklich nur eine Pfütze hier. Kann ich ja die Tür sogar noch aufmachen. Wäre jetzt cool gewesen, wenn das so wumm. Ja, das ist ja, also das Wasser ist ja nicht voll, also die Pfütze ist nicht voll. Aber du siehst hier eben genau, wie tief du drin steckst im Wasser. Ich find's mega cool, weil auch das wieder, ne, hier will keiner aussteigen. Hier will keiner aussteigen. Normalerweise im Gelände muss hier einer raus mit einer Warthose und muss rausgehen und Stöckchen ins Wasser stecken, um zu gucken, wie tief ist das Wasser, kommt mein Fahrzeug da durch. Das musst du normalerweise so machen. Das System entbindet dich natürlich nicht komplett davon. Ja, weil rein theoretisch kann es ja auch sein, dass du in den See reinfährst und der Wartsensor sagt, ja, alles in Ordnung. Und dann fährst du 3 Zentimeter weiter und dann macht es Boom. Und du stehst komplett mit dem Motor einfach im Wasser drin und kommst dann nie wieder raus, weil es einfach zu steil ist. Ne? Das ist logisch, man muss schon ein bisschen mitdenken, ne, im Gelände. Aber rein theoretisch, wenn ich weiß, okay, das sind hier irgendwelche, das ist eine Flussdurchfahrt oder sowas, dann kann ich mit dem Weight Sensing durch das Wasser durchfahren, ohne dass jemand aussteigen muss. Und man muss auch einfach sagen, ist einfach eine schöne Spielerei. Das ist einfach, Männer lieben sowas. Ich gehöre dazu 1000% dazu, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wir werden jetzt gleich noch einmal mit etwas höherer Geschwindigkeit durch dieses Wasser durchfahren, weil das natürlich auf den Kamerasystemen auch noch mal einen Tacken sensationeller aussieht, wenn man da so durchfährt. Ich mach mal Scheibe hoch, ne? Ich mach das für dich. Danke. Ey, das ist Platz 1, da müssen wir ein bisschen Gas geben, damit es ein würdiger Platz 1 ist. Guck, wie das blitzt da. Guck mal. Guck dir das mal an. Guck mal, jetzt schieben wir die Welle vor uns her. Guck mal, wie die Welle da weggeht. Weight Sensing, Leute. Das war mein Platz 1 der 3 besten, ja, Assistenzsysteme. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist tatsächlich so. Es gibt diverse Faktoren, warum ich diese ganzen Systeme so liebe. Erstens mal erleichtern sie mein Leben. Sie vergrößern mein Können im Offroad. Sie erhöhen die Fahrsicherheit. Sie sind absolut faszinierend. Ne? Stichwort Männerspielzeug. Das ist einfach sensationell, was so ein Auto mittlerweile alles kann. Und deswegen hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, dieses Video mit uns zusammen zu durchleben. Ich sag mal so, abonniert mein Kanälchen, schaut mal rein in die Beschreibung und vor allen Dingen kommentiert mal, welches Ding euch am meisten gefallen hat. Schön, Sikowski Hardcore, schön, dass ihr zugeguckt habt.